wunderschönen guten Morgen, meine liebe Abonnenten und die, die es mal werden wollen. Ich habe heute richtig gute Laune, denn wir fahren zu meinem Trauzeugen, zu meinem besten Freund, dem Marius. Einige kennen ihn vielleicht aus meinen Videostreams, was Mucke angeht auf Twitch. Und wir fahren dahin. Der fährt nämlich ein Mini. Kein Mini Cooper, kein Mini Cooper S, kein John Cooper Works, soweit ich weiß. Auch wenn er das John Cooper Works Paket hat, hat er mir erzählt. Da bin ich richtig gespannt drauf, da habe ich richtig Laune drauf, weil dieses Go-Kart-Feeling, was der Mini denn so hat, das mal zu erleben. Ich bin das Auto noch nicht gefahren, ich habe nur schon mal gehört von außen. Und das klang auf jeden Fall schon sehr interessant, weil dafür, dass es die 0815 Motorisierung ist, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht, 140, 150 PS, soll der schon gut gehen und vor allen Dingen, der klingt auch gut. Wenn man Gas gibt, Gasstöße gibt und so weiter, gibt es ein kleines Plöppeln daraus, werden wir gleich alles hören. Was auch jetzt ein bisschen doof ist, ist das Wetter. Wir haben hier Herbst Level 1000, also das ist nass auf der Straße, es ist windig, langsam wird die Zeit ätzend. Aber ja, nichtsdestotrotz kann der Mini umso mehr beweisen, wie gut er auf der Straße liegt. Ich würde mal sagen, bis gleich, wir sehen uns gleich am Auto. So, einen wunderschönen guten Tag aus dem Mini Cooper. Es ist nämlich doch ein Cooper. Und das erklärt, warum er nämlich auch so ein bisschen Rümpelpüm aus dem Auspuff macht. Das werdet ihr gleich alles sehen. Wir fahren jetzt eine Runde, leider im Regen, aber ich muss sagen, direkt kann er. Und der macht richtig Spaß. Obwohl es regnet, wir haben einen Schalter an Bord. Und hier sind so einige Sachen anders, die ich so aus dem VW nicht gewohnt bin. Aber sie ergeben doch irgendwie Sinn. Zum einen erstmal hier so Licht anmachen und Scheibenwischer anmachen und so. Fühlt sich funny an, weil wenn man nämlich den Blinker betätigt, man denkt, der müsste eigentlich einrasten. So wie man es kennt. Und man drückt dann einfach weiter in die Richtung. Und es passiert einfach nicht, weil der rastet einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, digital ein und geht dann auch digital nach deiner Kurvenfahrt wieder aus. Witzig, also muss man erstmal drauf kommen. Auch Scheibenwischereinstellungen und so weiter, alles anders, aber ich denke mal, da kommt man schnell rein. Was ich gerade schon gemerkt habe beim Aussteigen, der Türgriff, man muss hier so ein bisschen die Finger verrenken, um da dran zu kommen und raussteigen zu können. Also das ist auch Gewohnheitssache. Ansonsten alles ein bisschen kompakter. Es ist halt Mini, obwohl das Ding so groß ist wie ein VW Polo oder so. Was ich aber auf jeden Fall mag, sind Instrumente. Lenkrad fühlt sich sehr gut an. Das Navi in der Mitte. Vielleicht filmst du mal drauf. Total geil. Hier haben wir jetzt nämlich so einen Ring drum. Und wenn ich jetzt mal schalte, man sieht, wie der Ring sich hier langsam auffüllt. Das, meine Freunde, also wir haben einmal einen analogen, aber wir haben auch ein Drehzahlmesser da drin. Ihr seht, er füllt sich auf, der Ring. Werden wir sehen, ob es rüberkommt. Auf jeden Fall, das ist geil. So, ansonsten hier voll Racecar oder Jet-Feeling oder so hier unten. Ende der Glattisch, hold your air. Every decelerating, continue the straining. Okay, relax your breathing, keep your muscles tight. Ich weiß nicht, ob du es drauf kriegst. Hier Start, Stopp und so weiter. Alles so Knöpfe, die du hoch und runter regeln kannst. Mega geil. Also das gefällt mir richtig gut. Fühlt sich auch gut an. Also man merkt, Mini hat sich richtig Gedanken gemacht. So wie sich das anfühlt, fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig an. Da sieht man, okay, BMW ist am Start. Hier oben haben wir das Ganze auch. Ich weiß nicht, ob du das drauf kriegst. Hier, also auf jeden Fall hier so, bloß nicht den falschen Knopf erwischen, alles hier schön noch eingedingst. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Mega geil. Gefällt mir richtig gut, macht Spaß. Und wie gesagt, Kurven fahren, ganz mit dem Ding. Wir haben hier, ich glaube, 137 PS hast du gesagt, an Bord. Aus dem 1,5 Liter Dreizylinder Turbo. 1,5 Liter Dreizylinder. Aber erstmal gestoppt, so, was? So viel Hubraum im Dreizylinder-Turbo ist ungewöhnlich, aber hey, macht Spaß, weil der hat Druck. Was man merkt ist, okay, die Drehzahl, die baut er jetzt nicht so schnell auf wie zum Beispiel der Up GTI oder so, der ist schon extrem drehfreudig hier. Der braucht einen Moment, aber wenn er da ist, ist er da. 137 PS sind ja auch nicht zu unterschätzen. 220 Newtonmeter Drehmoment an der Vorderachse. Absolut ausreichend. Darüber gibt es natürlich noch den Cooper S und auch den John Cooper Works, aber meiner Meinung nach, wenn man nur so einen kleinen Stadtflitzer braucht oder so, brauchst du nicht mehr. Autobahnfahrt machen wir später auch noch und jetzt fahren wir erstmal in ein Parkhaus, wo wir ein bisschen ums Auto herumgehen können, weil draußen ist das Wetter gerade so ein bisschen
Endzeitstimmung. Bis gleich. So. Mini Cooper, Baujahr 2017. Was gibt es zu dem Auto äußerlich zu sagen? Er hat zum einen das John Cooper Works Paket. Man sieht es an der Front, man sieht es am Flügel, man sieht es am Heck. Und ich muss schon sagen, sportliches kleines Ding. Der einzige Unterschied optisch wirklich zum Cooper S durch das John Cooper Works Paket ist eigentlich, dass der S hier noch das S stehen hat und das war's, glaube ich. Schönes kleines Detail auf jeden Fall ist hier an den Felgen. Ja, der Marius hat das Auto nicht sauber gemacht vorher, was soll's. An den Felgen auf jeden Fall John Cooper Works, das kleine Emblem. Ich hoffe, der Wind stört jetzt nicht zu sehr im Ton. Ja. Was ich schade finde, was das Auto leider nicht hat, sind einmal keine Xenon-Scheinwerfer oder LED-Scheinwerfer. Und hier hinten, das gibt es glaube ich bei diesem British Package oder wie das heißt, da hat er auf jeden Fall diese halben Union Jacks hier hinten drauf oder auch vielleicht einen Union Jack oben drauf. Wäre noch schön gewesen, weil ich finde, das passt zu dem Auto. Das hatte der ursprüngliche Mini. Der hat es jetzt leider nicht, aber hey, was soll's. Ja, dann zum Innenraum nochmal. Das Auto begrüßt einen immer mit einem schönen Ton. Ja, Tür bleibt offen. Tür nur doppelt angeschlagen, nicht dreifach. Bisschen schade, aber naja, was soll's. Hatte mein Seat Leon übrigens auch nicht. Kein Ding. So, Groß-Extras hat das Auto nicht. Der ist ein bisschen karg ausgestattet und ich finde trotzdem gut ausgestattet. Man hat auf jeden Fall dieses schöne, was wir euch gerade beim Fahren gezeigt haben, diese schönen Tasten hier und so weiter, Klimaanlage ist an Bord, Navi ist an Bord, eigentlich alles, was man braucht. Also es fehlt einem eigentlich an nichts. Eine Stunde später. So, und dann wollen wir das Auto natürlich auch mal hören. Komm mal ein bisschen näher ran, du bist so weit weg. So, auf jeden Fall wollen wir das Auto auch noch mal hören. Er begrüßt uns wieder mit dem Ton. Er hat so dieses freche, leicht rotzige, wenn man allerdings höher geht in der Drehzahl, verschwindet das komplett. Vielleicht gehst du mal nach hinten, filmst mal da. Ich komme direkt mal mit. Der Marius gibt uns mal ein paar Gasstöße. Aber er hat so dieses kleine Blubbern da drin. Da. Er ist schon frech, auf jeden Fall. Also man hört ihn, er ist auf jeden Fall präsent. Bisschen dieses knurrige Dreizylinder-Ding. Und ja, ich würde mal sagen, das war's vom Mini, vom Außencheck, vom Innencheck. Wir sehen uns gleich auf der Autobahn. Bis gleich. Okay, auf geht's auf die Autobahn. Mini Cooper, wir sind am Start. Wir machen heute nicht so viele Außenaufnahmen. Ihr werdet die Details gleich im Porn sehen, weil ich mir einfach denke, so windig und so. Ich will mit dem Sound jetzt nicht so viel Sperenzchen machen. Und ja, kleiner Hinweis noch, falls ihr so ein Ding haben wollt, bekommt ihr jetzt einen kleinen Werbespot von mir. Du, warte, Schatz, war das nicht der Hossi? Ja, und was hat er da am Arm? Hossis gute Laune, Bändchen. Ihr wollt auch jedem eure gute Laune zeigen? Dann ist das genau das Richtige für euch. Hossis gute Laune, Bändchen. Gefertigt aus hochwertigem Stoff. Streng limitiert. Wunderschöne Farben. Für nur 2 Euro Verpackung und Versand kommt ein Bändchen kostenlos zu euch nach Hause. Meldet euch einfach unter djhossi@gmx.de. Meine gute Laune, Bändchen, damit zeigt ihr es wirklich jedem. So, willkommen zurück aus der Werbung. Wir sind genau 5 Meter gefahren, während ihr den Spot gesehen habt. Und es geht immer noch auf die Autobahn. Mit dem kleinen frechen Mini. Kreisverkehre, oh, man muss sie einfach lieben. Er regelt einen echt spät erst rein. Ich weiß nicht, kann man das ESP auch auf scharf stellen? Wollen wir jetzt nicht machen, aber ich glaube, wir haben hier keinen ESP-Schalter. Die sind. Rechts neben den Starthebel. Ach, hier haben wir so ein berühmtes Tastchen. Okay, alles klar, haben wir da. Also geht. Machen wir jetzt nicht, weil es arschnass ist. Ich kenne mich mit dem Auto nicht so aus. Ich will es nicht übertreiben, aber gerade hat er mir auf jeden Fall sehr spät erst reingeregelt und das macht Spaß. So, autobahnmäßig, ja, es ist relativ voll. Und wir fahren hier in NRW natürlich von einer Baustelle in die nächste. Da wird jetzt nicht so viel gehen. Geht mir eigentlich auch jetzt gar nicht darum, was weiß ich, was für eine Geschwindigkeit zu erreichen, sondern einfach mal zu beschleunigen. Also,
Wir lassen jetzt mal ein bisschen Abstand zu dem vorne auf dem Autobahnauffahrt. Haben da gleich mal ein bisschen Luft und Feuer. So, ich gebe euch mal an 80. Und wir müssen bremsen. Ja, ist halt doof. Ist halt Autobahn. Was willst du machen? Ist voll. So, ich gebe euch nochmal an. Wir sind in der 3. 100. 120. 4. 130. 140. 50. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. 60. 70. Und wir müssen abbremsen, weil Baustelle. Ich habe es angekündigt. Ich kann an der Stelle aber sagen, Bremse, ja, hat er. Funktioniert. Ich muss aber auch sagen, reagiert recht knackig, recht schnell. Also die Bremse macht, glaube ich, Spaß. Der kurze Radstand, also bei dem Auto geht was. Was ich aber merke ist, ich glaube, mit dem Blinker komme ich nicht so recht zurecht. Man muss ihn anticken, dann blinkt er einfach mal dreimal und wenn man länger hochdrückt, dann durchgängig. Also das, man muss sich, glaube ich, dran gewöhnen. Ich bin es leider noch nicht. Macht ja aber nichts. Ich will das Auto auch nicht ewig fahren. Ich habe ja mein Auto. Aber für alle, die von VW kommen, es ist eine kleine Umstellung. Also ihr dürft nicht zu sehr daran hochreißen, sonst habt ihr das Ding, glaube ich, in der Hand. Irgendwann später. Den schiebe ich jetzt noch mal ganz kurz dazwischen. Wir haben jetzt erstmal eine Autobahn gefunden, die hoffentlich gleich mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit zulässt. Und dann nochmal ein kleines Fazit wollen wir natürlich auch noch da lassen, bevor ich jetzt gleich Tschüss sage. Und zwar, hoffentlich blendet die Sonne jetzt nicht so krass hier rein. Zum Blinkerschalter nochmal. Der hat natürlich zwei Widerstände, die man aber, naja, ich sag mal als Ungeübter, schnell mal übergeht. Und dann blinkt er natürlich auch nur dreimal, halt diese Intervallschaltung. Und das andere ist, Kurvenlage top bei dem Auto. Also das, was er können soll, auch mit dem kleinen Motor in Anführungsstrichen, kann er sehr, sehr gut. Ja, also 135 PS, das läuft. Wir fahren jetzt ja auch locker im sechsten Gang, so 110, 120, schwimmen super im Verkehr mit. Und wenn wir wollen würden, beziehungsweise wenn wir jetzt dürften, dann könnten wir auch. Also der Marius hat mir gesagt, laut Tacho ist er schon 230, 235 gefahren. 210 steht im Fahrzeugschein. Ich würde jetzt mal sagen, dass da einfach die Toleranz ziemlich krass ist und der Wagen so seine 210, 215 gefahren ist. Vielleicht mit ein bisschen sehr viel Heimweh, sehr viel Rückenwind hat er wahrscheinlich auch seine 215, 220 geschafft. Der wird wahrscheinlich nicht abgeriegelt sein. Das werden wir heute wahrscheinlich nicht testen können. Der wird nicht abgeriegelt sein, sondern BMW bzw. Mini lässt ihn einfach mal laufen, so viel er kann. Und irgendwann ist einfach Ende, Schicht im Schacht, Puste aus. Und das ist dann halt so. Da es ein Turbomotor ist, ist Chiptuning-mäßig wahrscheinlich aber auch einiges noch an Reserven drin. Soll er sich dem Auto jetzt auch mal, ich sag mal, ohne es jetzt zu wissen, ohne ein Fachmann zu sein, 220 km/h gebe ich ihm. Und ich gebe ihm auch locker seine 160 PS, die sie da rausholen können. Vielleicht sogar 170 nur beim Chip. Sollte eigentlich drin sein. So, und jetzt rüber zur Verabschiedung. Ihr habt einen Eindruck bekommen. Und ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr da von dem Auto haltet, was ihr von dem Video haltet, weil nur so kann ich meine Videos verbessern. Folgt mir auf Instagram, Link kommt unten rein. Und ansonsten, keep up the gute Laune. Ich bin der Hossi, ihr seid das Publikum. Oh, Hand. Und ich bin raus. Viel Spaß beim Bohren.